Hey Leute, hier ist Daldemar mit Warhammer 2, Total War, etc., 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 Torikampagne-Zwerge und so. Willkommen zurück zu meiner grandiosen, taktisch durchdachten Kampagne. In einem Handstreich hat er dieses Spiel erledigt, der großartige Held der Helden, Daldemar, Großartigkeit. Held? Nein, tue ich nicht, aber ich bin chaotisch schön. Und so, ich bin ruhig, es tut mir leid. Da ist die erste Chaos-Armee in unserer Nähe mit einem Typen, den ich noch nie gesehen habe. Und, was haben die denn alles? Spiegelgarde. Müssen beenden. Wir wollen Grimgorg platt machen, damit er uns hier nicht mehr nervt. Dann sind die Orks, glaube ich, erledigt. In den letzten paar Runden sind die Orks geschwunden. Die Zwerge haben die klein gemacht und das Chaos wahrscheinlich. Und darum haben wir nochmal Kampf gegen Skaven. Ne? Die hier gar nichts zu suchen haben. Und ich glaube, die Zwerge haben Comeback. Oh! Perfekte Vitalität. Bumm. Los geht's. Mann, auf die Niederlage steht er. Als ob. Die Rache. Wir sind geflohen damals und jetzt kommen wir zurück. Alter, guck mal, er hat seine Schwarzochs nicht reparieren können. Oh. Seit wann hat er den denn? Ach, der hat er rekrutiert, ne? Rekrutiert. So, los geht's. Wir machen eine dicke Frontlinie, wo nichts durchkommen darf. Hier hin. Und die dahinter. Ich glaube, die stelle ich lieber. Warte, nach hinten. Egal, ob sie weiter hinten stehen, wir lassen sie jetzt da stehen. Takedo? Ach, der schmeißt Steine, ne? Wie war das? Schmeißt er nicht auch Steine? Ach, da war doch was. Feuer frei. Boah, hier sind diese Eliten. Da sind sie, der rote Tod. Genau, posiert alle mal für meine Screenshots. Ach, jetzt haben wir schon genug von den Ogern. Und los geht's, da kommen die ersten. Und da kommt er. Boom. Geil, oder? Guck mal, überall so schön dran getackert von den Nachtgoblins und so. Da siehst du doch, er wirft. Er wirft. Er will werfen, oder? Ach ja, er wirft einfach seinen eigenen Stein. Boah. Alter. Alter. Steht auf, ihr Helden. So viel dazu. Der wirft doch jetzt nicht nochmal, oder? Doch, will er. Oh Gott. Okay. Grimgorg muss weg.
Dwarves, ready axes! Now we're taking aim! Oh, Teamkills ohne Ende. Hier lieber auf die schießen. Fill dazu. Fingok wird übel. Alles auf Grimgorg. Alles auf Grimgorg. Okay, wir müssen die Reserve rausholen. Schluss mit unserer Linie. Komm, zieh dich zurück! Wildorks-Moschers? Echt? Alter, Schwarzorks. Der reinste Horror. Oh Gott. D ist wenigstens Verlass. Oh Gott! Dwarf warriors! We demand axes out! Anu! Die or Jaspine! Wir haben's geschafft! Grimgorg! Der hat es lohnt auf dem Kontinent, ey. So, weg mit dem. Dwarf warriors! Guck mal, die sind nämlich größer als die Zwerge. Eigentlich müssten die gut... Oh. Egal, haut weiter drauf. Das war's. Ja, der Große lebt noch. Okay, das war's. Alter, boah. Jetzt haben wir die Eliten-Schwarzorks weg. So schnell kommen die nicht mehr wieder. Wenn überhaupt. Ach, egal. Heidewitzka. 100. Ja, nur von da hinten stehen und seine Dinger werfen. Alter Schwede. Ich hätte doch erst auf ihn schießen sollen. Aber ich hatte Angst vor den Schwarzorks. Berechtigt. Ich muss mein Armee-Dasein etwas überdenken. Tatsächlich. Na, wenn das nicht mal ein Führersieg war. Kuronne. Imperium steht, Zwergenreich steht und wahrscheinlich stehen auch noch die Bretonen. Aber da kann ich nichts sehen. Da haben sogar die Zwerge die alten... Ne? Also es sah wirklich schlecht aus, meines Erachtens. Aber der andere Kontinent, was auch immer da los ist, ist ja auch egal. Hauptsache, ich muss da nicht hin. Lord of Clan Morgrim. Egal, ob ich jetzt was verliere. Müssen ja mir sowieso mal neu machen. Gott. Master of Runecraft.
Jo, Splitterfels einnehmen wird lustig. So, wir müssen nochmal zurück, würde ich sagen. Oder ich grab mich hier ein. Ne, wir hauen ab. If you say so, Beedling. It's as good as done. Ob da Skaven drin sind? I'll cast the runes. I won't do it. I'm off. Ich kann auf jeden Fall nichts hören. Sehr schön. To die in battle. Go then. Hui, hui, hoho. Wir lassen ihn mal kommen, ha? Drink them. Züchterclan, ey. Diese hässlichen, minderwertigen Skaven. Vengeful Rune Lord. Mal die Aura-Größe mal höher. Okay, okay. Aha. Darauf haben wir gewartet. Thoric Ironbrow. The throng agrees. Bitterspitze. Move. Bisschen Kohle können wir gebrauchen. Time for a reckoning. Ja, das sind diese Nomaden-Echsenmenschen. Bockigkeit. Vitalitätverlust minus 15%, geil. So, Achtergipfel. Da findest du nicht, aber Valar's Light befindet sich eins. Und hier noch da. Da könnten wir versuchen. Attend your king, submit whom king of Nehekara. Die haben keinen Krieg gegen die, ne? Egal, oder? Sagen wir mal. Chaos angreifen. My dynasty reigns supreme. Na, begleiten gibt's nicht. Sehr schade. I rule everything. Wer zuerst mal zuerst? Die Zwerge müssen selbst entscheiden, wo sie hinwollen. Die Armee können wir auflösen, oder? Obwohl, ich kann die hinterher schicken. Ne, halt, ich bleib erstmal in der Provinz. Die soll sich erstmal schön erholen. Und wir machen Valar's Light jetzt platt. Guck mal, immer noch diese aufständigen Goblins. Und wir haben noch keine Chaos-Armeen gesehen. Alter, das wird noch was. Oh. Ich würde halt so gerne mal so eine Schlacht haben mit mehreren Verbünden. Die Menschen, die Bretonen, die Zwerge und dann eine Schlacht. Geil, oder? So, auf jeden Fall, wenn man vom Teufel spricht, Schlacht. So, deswegen wünsche ich mir diese Allianzarmeen, ja? Klar würden Schlachten ewig dauern, aber das sind dann auch diese Schlachten, die man immer auf den Screenshot sieht, bevor so ein Spiel veröffentlicht wird, ja? Besonders bei, ich glaube, Medieval Total War 1. Ja, da hat sie so ein Bild von, keine Ahnung, wie Multiplayer. Ich meine, da ist das ja auch möglich. Mann. So, ich habe gesagt, ich werfe alles über Bord. Wir gehen jetzt auf, Corner campen.
lame campen. For the Karas Angkor, we are relentless, quarrelers. Auf easy peasy corner campen. So, die bleiben hier. Meine Berserker kommen hier hin. Brauchen ja nur unsere Bogenschützen deffen und so. Ach, jetzt hätte ich die Katapulte direkt hier an die Ecke stellen können, ich Trottel. Kommt her, ihr hässlichen Ratten. Ja, mit dem Berserker-Corner-Camp ist halt für den Arsch. Deswegen warte ich, bis die da sind. Greif einfach an. Das war klar. Und das war's schon. Dwarf Warriors! Kazuka und Kazuki! Ha! Wenn die jetzt hier mit ihren blöden... Egal. Und los geht's. Oh nein, das ist Goritsch! Ohohoho! Ohohoho, scheiße! Letzte Runde haben wir den gespielt. Der Badass. Genau, schießt euch die eigenen durch. Du musst Goritsch holen, sonst macht er uns alles weg. Da Goritsch dreht sich schon im Kreis wie so ein Gestörter. Boah, ich muss einen Screenshot von Goritsch machen. Der Typ, ey. Geil. Hä, was war das denn? Er dreht sich auch um. Okay, los geht's. Der ist halt gestört. Massenmörder, Massenmörder. Ach, der ist gleich Geschichte. Sehr gut. Zurück. Goritsch ist Geschichte. Ich komme da nicht ran. Wer ist das? Vomik. Wie kotzen? Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Haut ab. Na toll. Alter, von da hinten. Dann los. Wo waren die? Da. Da kommen sie gerade so hin. Er haut weiter ab. Ne, da ist er. Quarrelers! Fighters! Yes! Kazu!
Okay, wir müssen raus. Move to attack for the ancestor gods. Round through. Move to attack. Warriors. The clans unite. Ganz kurz die Fernkämpfe wegmachen. Ihr haltet stand, wie ihr flieht, ihr. Das tun sie ja nicht, aber. Mann, ich komm nicht ran. Kämpf einfach, kämpf einfach. So, diesen weg, dann die da. Okay, und Feuer frei. Die Bora. Nee, auf ihn hier. Ja, weg mit dem. War of Vengeance! Run! Komm schon. Ja, wenn die wenig sind, halten sie ewig aus. Weniger Ziele für Fernkämpfer. Kommt schon! Quarrelers! Do not share your ancestors! Let the vengeance begin! Der ist weg, dann den. Okay. Jetzt rocken die Fernkämpfer gerade richtig. Sehr gut. Alter, die hatten viele Helden. Das war jetzt wieder nicht kein guter Sieg hier. Wenn ich einfach mit den allen stehen geblieben wäre, mit den Slayern, wären die einfach alle draufgegangen. Die sind nämlich nicht ausgerüstet für Corner Campen. Okay. Sollen wir weiter belagern? Ich könnte doch jetzt bestimmt... Boah, Alter, guck mal. Wir haben alle verloren, aber guck mal, was die für Kills gemacht haben. Na gut, ist ein Skaven, aber trotzdem. Es wird immer schwerer, Schlachten zu gewinnen. Wir bleiben stehen. Ich guck mal, ob ich... Sehr gut. Oh, sehr gut. Ich glaube, das Gute gewinnt. Chaos auf Legendär und trotzdem wird's abgehalten. Also ich empfehle wirklich auf Legendär gegen Chaos zu spielen, weil das bringt wirklich dieses Drama in die Welt. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo der Rest ist. Na? Und das war noch nicht die letzte Chaoswelle, meine ich. Da fehlt noch dieses Vogelfieh. So. Thoric Ironbrow. Clatbracat craves. Ich immer noch so viele Verwundete, das gibt's doch gar nicht. S-
So it's war. Ah, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Claim it for the throne. Orksöldner, komm. Ah, ich habe keine Lust mehr auf Orksöldner, um ehrlich zu sein. The gifts of Valaya have finally been recovered. Na gut. Mal was für die öffentliche Ordnung. Da, hier. Von Grimnir ge... Ja, wir gehen noch weiter, warte. Aber hier haben wir fast gar nichts drin. Entschlossener Hieb, bla 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 bla. Herr der Tiefen. Drachenslayer, Todessucher. Jo, wir gehen auf die hier. Riesenslayer plus 5 Waffenstärke. Bisschen Resistenz. Kannst du auch nur einmal skillen. So, hoffen wir auf keine Skaven. Nein! Würfeln. Kein Problem. Und etwas erholen. Ein Groll weniger. Yes. My anger burns bright. Master of Runecraft. Ne, die Bombe für Dingens. Das ist doch mal eine Idee. So sieht es hier aus. Wisdom of Valaya. The clan honor. Onward. Aye. Iron Brow. Eisensack. Der Eisensack. Arcane Wisdom. Ugrim, so, gucken wir mal. Pray I meet with Grimnir. Mist, jetzt habe ich keinen. Ist er am down gehen? Nee, ne? Dann haben sie irgendwann noch mehr. Hadar! Hadar! Entschuldigung. Und nochmal skillen. Guck mal, Waffenschärfen hat er auch. Dann müssen wir den mal aber mal auf seine Runen skillen. Dann geh mal ins Wasser. Ach, guck mal, die Armeen kommen. Varitos Grabhölle, wo ich gern selber... Schade, dass ich nicht das ansehen kann, wenn die gegen den kämpfen. Das wäre auch noch ein neues, cooles Gimmick. Tatsächlich. So, die sind fertig. Sollen wir mal die Einöde von Nagash befreien? Wer auch immer da hockt. Oder nicht? Ich meine, das wäre mal eine coole Idee, oder? Gehen wir mal gucken. Also hundertprozentig die Skaven. Hässlich. So, Karakadin ist uns.
Rotaugenberge. Da müssen wir auch noch hin. Oh Mann, ey. Das wird auf jeden Fall eine Expedition. Da ist nichts mehr. Da noch einer. Kann die Dingenzwerge hinschicken. Kann ihnen sagen, die sollen das wiederholen, oder? Yes. Das Ding ist, wenn ich mich jetzt konföderiere, habe ich wahrscheinlich Minus. Weil KI cheatet. Alter, Vampire. Aber hier unten sind sie fast ausgelöscht. Und ich kann dem Verbündeten nicht sagen, er soll dahin. Obwohl wir genau wissen, dass ein Skaven. Es sind auf jeden Fall sehr wenig geworden auf der Karte. Die ganzen Piraten existieren natürlich, wie immer. Nagarond. Also ich meine, der, Nagash. Der erhebt sich doch irgendwann. Der kommt bestimmt in Warhammer 3 vor. Das ist nämlich auch eigentlich eine Krise. Ne? Du hast nicht nur die Chaos-Invasion, du hast dann auf einmal diesen Super-Totbeschwörer, der aufersteht. Aus irgendeinem Grund wieder aufersteht und, alles in Chaos. Das war doch der Nagash, ne? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall geht's dann los. Untotenmäßig quasi. Vernichtet! Kriegsherde des Chaos. Aber es gab keine Mitteilung. Trailer oder so. So, mal gucken, wer da. Oh, niemand! Im Ernst? What? Let us begin. Vielleicht sollte ich da auch nicht hingehen, das ist bestimmt keine gute Idee. Vengeful Rune Lord. I hope. Wir müssen noch weiter. Iron Willed. Mindestens. Mit denen können wir dann noch rüber vielleicht. Die kommen nach oben. So. Wir bleiben noch stehen. Das war wahrscheinlich. Alter. You summon me? Oh ja, holt euch den Silberpfeiler, das wäre super. Rotaugenberg müssen wir als nächstes holen, dann haben wir das halt auch. Aber ich wollte jetzt erstmal kurz die Region safen. Die Region safen, das ist doch auch super. Wo immer 3, da bin ich gespannt, was für eine Fraktion wir spielen. Also, ich kann nicht sagen, ob ich eine neue Kislev spielen werde, ne? Weil wahrscheinlich werden alle Kislev spielen. Ich glaube, da muss ich bestimmt auswürfeln lassen, aber ich hätte halt Bock auf Orks. Oder halt was Menschliches und dann halt gegen das Böse, ja? Und dann Stellung halten und gib ihm. Einfach klassisch Imperium. Wenn die neue Einheiten bekommen. Greetings. Wäre das toll. What do you require of car- Ach, was soll's. Was soll ich? Warum soll ich mit... Euer Einfluss weitet sich aus, o mächtiger Herr. Eure nicht endenden Siege ändern das Schicksal selbst. Die Welt geht, ob eurer unüberwindlichen Macht, in die Knie. Weichet vor dem Großen, denn nur er ist der einzig Wahre. Immer noch viele Teile, oder? Meine Güte. I am the Slayer. Nee, ich gehe da noch nicht raus.
Thorgrim's gears of war will churn once again. Can I help you? Das wird noch dauern. Sogar zwei Kanonen haben wir da. On to glory for the ancestors. Und da sind wir fast voll. Das hätte ich eigentlich nicht mehr skillen müssen. Ich würde gerne hier weitermachen. Machen wir das mit der Munition? Ich will nämlich gerne hier hin. Ja, da wollte ich doch hin, ich Trottel. Oh, warte mal. Das ist natürlich super hier. 6800, aber... Ach, das dauert noch zwei Runden. Die können ich alle abreißen, ne? Hab doch gesagt, ja, mach die weg, mach Geld rein. Lord of Clan Morgrim. Alter, mach da Geld rein. Ist hier eigentlich permanente Korruption, wenn hier niemand ist? Kann das noch weggehen oder ist es für immer so? Kann ich nicht ein paar Bäume pflanzen und hoffen, es wird wieder gut? Ich glaube, wir gehen einfach angreifen. Bevor da jemand anders hinkommt. What's up? Ach, guck mal, da sind sie wieder. Gut. Gut, gut. Ach komm, wir machen noch eine Runde Bänden. So langsam, geht's zum Ende. Also ich will irgendwas Grünes spielen, ja? Irgendwas schön, grün, annehmbar und dann kommt das Böse und macht alles kaputt. Und wir stehen da mit unseren schwächlichen Menschenarmeen. Ja, am besten Menschen spielen und dann nur mit klassischen Gardisten, also der Schwertinfanterie. Und Musketenschützen oder Armbrustschützen. Mehr nicht. Aber dann immer so fünf Armeen davon und dann halt mehrere Reihen. Geil, oder? Könnten die überhaupt dagegen ankommen? Das wäre was. Und dann kommt ein Riese. 30 tot, 30 tot. Schwächliche Menschen. Chaoskrieger. So, jetzt haben wir das abgerissen, dann können wir da jetzt was Neues hinpflanzen, ja? Pass auf, wir machen den Slayer-Schein rein. Obwohl, wenn das Chaos weg ist, sollte es doch aufhören mit dem O. Ich hab gesagt, Geld. Ja, Geld. Geld. My anger burns bright. For the wisdom of the lair. Ist die Frage, ob da jemand, ob da oben auch jemand hockt. Aber ich denke mal nicht. One rug. Stop now. So, das können wir jetzt auch auswürfeln. Amaran Anvil. Scores to settle. Oh. Oh. Na gut, das spielen wir. Nächste Runde. Okay? Knapper Sieg, weiß ich nicht. Verluste Mittel. Auch die Slayer sind weg. Das ist egal. Plündern und besetzen. Ausrauben. Tried and tested. This'll do for starters. So. Thank you.
können wir denn hier alles bauen? Da. Große Tunnelnetzwerkkreuzung. Sonst hier nichts Special-mäßiges. Bäm. Sollen wir das mal lassen? Ne, ich will keine Ogre. Ogrim? So, jetzt aber, liebe Leute, bis zur nächsten Folge Warhammer 2 Total War. Haut rein!